Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung und einem weiteren Vortrag hier auf der Wedding Zone, mitten auf der Fotokina 2018. Stefan Schäfer ist da und wir müssen mal eine schlechte und eine gute Nachricht raushauen. Wenn wir auf deinen Desktop gucken, gucken wir uns erstmal die schlechte Nachricht an, denn wir sind auf der Wedding Zone und er wird euch über den Bearbeitungs-Workflow berichten. Allerdings finde den Fehler. Kein Hochzeitspaar. Also er hat als Beispielbild eine Landschaft mitgebracht auf die Wedding Zone, aber wir sprechen ja alle von künstlicher Intelligenz und ihr könnt euch bestimmt mit eurer Intelligenz vorstellen, da wäre irgendwo ein Brautpaar drin und dann passt es auch wieder. Die gute Nachricht ist, das Ganze in der neuen Lumina 2018, der brandaktuellen Version. Sehr interessante Software, die eine Alternative zu Lightroom sein will. Große, große Schritte in den letzten Monaten gemacht hat, die kommen immer weiter. Und was jetzt wirklich Stand der Dinge ist und was man machen kann, wirst du uns zeigen. Er ist übrigens auch YouTuber, also wer mal gucken will, was er sonst noch so macht, aber das wirst du gleich alles erzählen. Genau. Viel Spaß mit seinem Vortrag. Ja, erstmal vielen Dank, dass so viele von euch da sind und Interesse zeigen. Ich würde als erstes mal ganz gerne von euch wissen, ich stelle mal ganz gerne so ein paar Fragen am Anfang, um das ein bisschen aufzulockern. Wer ist denn von euch da, weil ich das vielleicht irgendwo angekündigt habe und wer kennt mich denn vielleicht von euch? Oh, sind doch einige. Freut mich aber auch, dass viele da sind, die sich jetzt vielleicht denken, wer ist denn eigentlich der Typ da vorne, der jetzt hier euch was erzählen möchte? Vor allem in der Wedding Zone ohne Hochzeitsfoto. Ja? Also ich habe von Anfang an gesagt, als ich gefragt wurde, ob ich das machen will, ich bin kein Hochzeitsfotograf, wollt ihr das trotzdem? Skylum hat gesagt, ja, mach mal. Dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Aber halt mit einem Landschaftsfoto, weil ich bin Landschaftsfotograf. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ihr das so ein bisschen ja, für euch mitnehmen könnt. Und man kann ja auch viel aus anderen Sparten der Fotografie übernehmen auf seine eigene Sparte dann. Von daher möchte ich euch heute einfach mal so ein bisschen zeigen, was mit Lumina möglich ist. Wir machen jetzt hier, ich habe geplant, zwei Bilder mit euch live zu bearbeiten und dabei natürlich auch so ein bisschen auf die Vorteile von Lumina einzugehen. Ich bemühe mich auch, das langsam zu machen. Wer von euch kennt denn Lumina? Wer von euch arbeitet mit Lumina? Okay, da gehen jetzt wieder ein paar Hände runter, aber doch schon einige. Wie lange schon so ungefähr? Also, halbes Jahr? Okay, gut. Also schon ein bisschen Erfahrung mit gesammelt, sehr gut. Gibt aber auch einige unter euch, die sich vielleicht jetzt gerade das erste Mal dieses Programm anschauen. Ganz kurz mal vorneweg, Lumina ist ein Programm, ich würde persönlich sagen, es ist eine Mischung aus Lightroom und Photoshop. Man hat so diese ganzen Regler an der Seite, werdet ihr gleich alles sehen, die man auch aus Lightroom kennt. Und der große Vorteil aber ist noch zusätzlich, dass man mit Ebenen und Masken arbeiten kann. Es ist also so ein, wie gesagt, so eine Mischung aus Lightroom und Photoshop. Das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Also der Aufbau von dem Programm, seht ihr jetzt hier schon, ist eigentlich relativ ähnlich zu Lightroom. Wir haben oben eine Leiste, wo wir ja, verschiedene Sachen machen können, wie zum Beispiel eine Vorher-Nachher-Ansicht. Wir können in das Bild rein- und rauszoomen, wir können Schritte zurückgehen und wir haben hier oben noch ein paar Werkzeuge, wo wir das Bild zuschneiden können, wo wir das Bild transformieren können, klonen und stempeln und radieren. Ja. Hier auf der rechten Seite seht ihr das Histogramm. Das ist immer für mich in der Bildbearbeitung besonders wichtig, aufs Histogramm schauen zu können, einfach um zu sehen, wie sind denn meine Tonwerte und wie sind meine Helligkeitswerte. Darunter, seht ihr, haben wir jetzt schon den ersten Part hier mit den Ebenen. Also da können wir dann unsere Ebenen anlegen. Aktuell habe ich hier eine Ebene offen, das ist eine RAW-Datei. Das ist ein Bild aus der Sächsischen Schweiz. Ist erst ein paar Monate her, dass ich das fotografiert habe. Damals habe ich da einen Workshop gegeben. Wir hatten leider ein bisschen Pech mit dem Wetter. Für Landschaftsfotografen ist es nicht gut, wenn man einen blauen Himmel einfach nur hat, ohne Wolken. Ist für Landschaftsfotografen sehr, sehr uninteressant. Und dazu kommt halt auch noch, das war noch ein bisschen vorm Sonnenuntergang, also die Sonne ist noch nicht hinterm Horizont untergegangen, sondern wir hatten da noch sehr viel Licht und das Problem einer Kamera ist ja, den Dynamikumfang von einem menschlichen Auge kriegt eine Kamera nicht auf den Sensor. Und wenn wir jetzt so eine Lichtsituation haben, wo das der Fall ist, dann kann man entweder mehrmals belichten, dann belichte ich einmal für den Himmel, mache da die Belichtung also ein bisschen dunkler und einmal für den Vordergrund, da mache ich die Belichtung halt ein bisschen heller. In dem Fall habe ich jetzt nur für den Vordergrund belichtet, denn ich habe mir schon dort vor Ort gesagt, der Himmel sieht einfach nicht gut aus. Selbst wenn ich da jetzt eine Unterbelichtung machen würde, um den Himmel korrekt darzustellen, würde ich das Bild am Ende wahrscheinlich in die Tonne kloppen, weil es einfach langweilig aussieht. Deswegen habe ich mir schon beim Fotografieren gedacht, jetzt machst du mal ein bisschen was, was normalerweise unter Landschaftsfotografen sehr verschrien ist. Du tauschst mal den Himmel aus. Jetzt ist ganz wichtig dabei,
wenn man so einen Himmel austauscht, dann muss das ja einigermaßen realistisch aussehen. Das heißt, der Himmel muss auch zum Vordergrund noch passen. Von der Lichtsituation, von der Stimmung, von der Helligkeit, von den Farben. Und da probiere ich jetzt einfach mal mit euch gemeinsam so einen Himmel mal anzupassen. Denn der Himmel, den ich fotografiert habe, der sah am Anfang natürlich von der Stimmung her ein bisschen anders aus. Was ich jetzt also machen möchte, ich werde jetzt als erstes hier mal einen sogenannten Filter hinzufügen. Filter könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr das jetzt mit Lightroom vergleicht, ist das eine Palette. Ja, ihr kennt zum Beispiel die Grundeinstellungspalette in Lightroom, da kann ich meine Tiefen hochziehen, meine Lichter runterregeln und so weiter und so fort. Kontrast, ne? Diesen Filter habe ich hier in Luminar natürlich auch, der nennt sich hier RAW-Entwicklung. Und wenn ich jetzt hier einmal in dem Filterkatalog da draufklicke, dann seht ihr schon, ist diese RAW-Entwicklung hier als Palette, als Filter aufgegangen. Und wir haben diese Regler jetzt hier, die wir drehen können. Ganz kurz nochmal zu den Filtern. Ihr seht jetzt hier, ich habe hier einen Filterkatalog, der relativ groß ist. Also wir haben hier relativ viele verschiedene Filter, die wir anwenden können. Ihr seht jetzt auch, einige sind so orange eingefärbt. Das sind die, die ich favorisiert habe, die ich oft verwende. Aber es gibt für viele verschiedene Anwendungen der Fotografie viele verschiedene Filter, die dann mehr oder weniger genutzt werden können. Also auch für Hochzeitsfotografen ist da eine ganze Menge mit dabei, was ihr dann übernehmen könnt. Fangen wir einfach mal mit der RAW-Entwicklung an, denn ich möchte jetzt ganz kurz erstmal diesen Vordergrund so ein bisschen entwickeln und das Ganze so ein bisschen anpassen. Ich werde hier gar nicht viel machen. Das Einzige, was ich mal wirklich machen möchte, ist die Schatten ein bisschen aufhellen und die Glanzlichter einen kleinen Tick hier runtersetzen. Vielleicht gebe ich noch ein kleines bisschen Kontrast hinzu. Und die Temperatur, es war Sonnenuntergang, muss ein bisschen wärmer werden. Ja, also ungefähr auf 6000 Kelvin, das ist schon so vollkommen in Ordnung. Ein bisschen Klarheit gebe ich noch mit dazu, um ein bisschen mehr Struktur reinzubekommen. Gerade hier vorne in den Felsen finde ich das immer sehr schön, wenn man so ein bisschen mehr Struktur noch zu sehen hat. Und das ist eigentlich schon alles, was ich machen wollte hier. Und der nächste Schritt wäre jetzt tatsächlich schon die neue Ebene mit dem anderen Himmel. Und ich habe hier oben die Möglichkeit, unter den Ebenen auf das Plus zu klicken. Und dann kann ich entweder eine neue Nachbearbeitungsebene einfügen. Eine Nachbearbeitungsebene ist dafür da, um einfach ein bisschen mehr Struktur in eure Ebenen reinzubekommen, wenn ihr viele Filter einsetzt. Dann könnt ihr die auf verschiedene Ebenen legen, wie in Photoshop auch. Ihr habt mehr Kontrolle darüber. Ihr könnt jede einzelne Ebene in der Deckkraft reduzieren. Ihr könnt sie maskieren und so weiter. Hat also ein paar Vorteile, wenn man nicht alle Filter unbedingt nur auf eine Ebene packt. In meinem Fall möchte ich jetzt aber eine neue Bildebene einfügen. Und das ist hier der Himmel, den ich an einem anderen Tag fotografiert habe. Ich öffne den jetzt einfach mal und ihr werdet sehen, das ist ein Himmel. Erstens mal Lichtstimmung komplett anders. Zweitens, die Kamera steht auch komplett anders. Ich habe sie halt viel mehr nach oben gepackt, weil ich einfach ja, die Wolken mit aufnehmen wollte. Und was jetzt die große Challenge ist, ist diesen Himmel so anzupassen, dass es einigermaßen realistisch aussieht. Was ich jetzt als erstes machen muss, ist, den Horizont ungefähr auf ein Level zu bekommen. Ja, ihr habt ja vorhin gesehen, der Horizont in der Sächsischen Schweiz, der war relativ weit oben. Der Horizont jetzt hier in dem Himmel, der ist ganz unten. Das heißt, was ich als erstes machen muss, ist, auf meine Werkzeuge zu klicken und das Ganze einmal zu transformieren. Das heißt, ich kann das Bild jetzt verschieben, ich kann das Bild größer machen, ich kann das Bild kleiner machen. Ja, und jetzt ist es natürlich so, dass ich hier mal gucken muss, wo ist denn eigentlich mein Horizont hier in der unteren Ebene? Ja, der liegt jetzt hier. Und jetzt muss ich ungefähr das so hinbekommen, dass der Horizont auf einer Ebene liegt. Gleichzeitig muss ich aber auch noch darauf achten, ihr seht es ja schon, ich habe hier noch so ein paar Bäume mit drin in dem Himmel, in dem Himmelsfoto. Die möchte ich natürlich nicht damit reinbekommen. Dementsprechend muss ich den Horizont ein kleines bisschen weiter nach unten packen. Und die zweite Sache, die extrem wichtig für mich ist, ist, dass die Sonne in dem Himmelsfoto an der gleichen Position ist, wie sie auch war, als ich in der Sächsischen Schweiz war. Denn natürlich hat das Licht auch eine Richtung. Und wenn ich das möglichst realistisch gestalten möchte, dann muss ich die Sonne auch dahin packen, wo sie ursprünglich war. Und die Sonne ist genau hier zwischen diesen beiden Bergen oder zwischen diesen zwei Felsen quasi untergegangen. Also probiere ich die auch ungefähr hier hinzulegen. Ja, so ungefähr. Ein Stück größer. So, ich denke mal, das passt schon ganz gut. Jetzt habe ich, wenn ich jetzt hier einmal auf Fertig klicke, erstmal den Himmel zumindest positioniert. Der nächste Schritt wäre jetzt, den Himmel so zu maskieren, dass er einigermaßen realistisch aussieht. Und ihr seht jetzt auch schon von der Intensität, von der Farbigkeit und so weiter, dass der Himmel natürlich viel kontrastreicher, viel farbiger ist als der Rest des Bildes. Von daher werde ich jetzt das Ganze erstmal maskieren. Und das kann ich machen, indem ich jetzt hier auf diese neue Ebene klicke. Die kann ich auch einfach mal umbenennen mit einem Doppelklick auf den Namen und nenne sie einfach mal Himmel. Dann wissen wir ganz genau Bescheid auch am Ende.
Und wenn ich jetzt hier einmal auf dieses Pinselsymbol klicke, dann kann ich mir hier aussuchen, welches Werkzeug ich nutzen möchte, um diese Ebene zu maskieren. Ich kann einen Pinsel benutzen, ich kann eine Radialmaske benutzen, eine Verlaufsmaske, ich kann sogar mit Luminanzmasken arbeiten. Aber das ist jetzt was, was schon relativ weit fortgeschritten ist. Ich möchte das Ganze mal mit einer Verlaufsmaske machen. Wir halten das Ganze jetzt erstmal einfach. Ich ziehe jetzt mir also einen Verlauf von oben nach unten. Und jetzt seht ihr schon, wie dieser Himmel langsam aber sicher hier eingeblendet wird. Und jetzt ist für mich ganz wichtig, dass ich kurz vor dem Horizont diesen Verlauf ausklingen lasse. Ja, also alles, was jetzt ganz oben ist, wird zu 100% angezeigt von der Himmelsebene. Alles, was unten drunter ist, wird zu 0% angezeigt. Der Verlauf ist dazwischen. Das sieht jetzt so schon ganz okay aus. Allerdings finde ich immer noch, gerade in dem oberen Bereich, sind die Wolken viel zu dunkel und ist es immer noch zu kontrastreich. Ich klicke jetzt hier erstmal auf Fertig, um die Verlaufsbearbeitung zu beenden. Und was ich jetzt als nächstes mache, ist die Deckkraft von dieser Himmelsebene zu reduzieren. Denn das wird das Ganze wesentlich realistischer machen. Schaut einfach mal hin, was passiert, wenn ich das Ganze auf 50% setze. Und dann sieht es schon ein bisschen besser aus. Ja, dann sehen die Wolken schon eher so aus, als könnte das in diesem Bild mit gewesen sein. Ja, und damit bin ich jetzt eigentlich schon mal erst mal zufrieden. Denn jetzt müssen wir natürlich uns noch darum kümmern, dass wir dieses Bild auch so anpassen, dass der Himmel und der Vordergrund wirklich gut zusammenpassen. Ja, weil noch sieht das halt sehr gekünstelt aus. Und alles, was ich dafür mache, ist wieder eine neue Ebene zu erstellen. Ich habe ja gesagt, wir versuchen immer auf neuen Ebenen zu arbeiten. Und diesmal mache ich eine Nachbearbeitungsebene, damit ich dort meine Filter anwenden kann. Diese Nachbearbeitungsebene ist jetzt angelegt. Und jetzt kann ich hier mir einen neuen Filter hinzufügen. Ich nehme als erstes nochmal den Filter entwickeln. Den habt ihr ja gerade eben schon gesehen, aber was ich jetzt nochmal mache, ich gleiche das Ganze jetzt von den Helligkeiten hier einfach nochmal ein bisschen an. Das heißt, ich drehe die Glanzlichter nochmal ein bisschen runter, die Schatten helle ich nochmal ein bisschen auf, aber man muss natürlich immer aufpassen, dass es nicht zu doll ist. Ich muss jetzt auch mal ganz kurz gucken, inwieweit mein Bildschirm mit dem Monitor übereinstimmt. Es sieht ganz gut aus. Ich glaube, das ist ein klein bisschen mehr kontrastreicher hier auf dem Bildschirm. Also ich kann es immer nur so als Referenz nehmen, was ich hier auf dem Bildschirm sehe. Also nicht wundern, falls es da ein bisschen zu gesättigt aussieht. Ja? So, was wir jetzt als nächstes machen? Ich werde jetzt einige Filter noch anwenden, um das Ganze noch besser zu gestalten. Als erstes mal würde ich behaupten, könnten wir hier noch ein bisschen Kontrast vertragen. Und es gibt jetzt zum einen den Kontrast hier in dem Entwickeln-Modul beziehungsweise in dem Entwickeln-Filter, aber es gibt eine Möglichkeit, wie ich finde, die noch sehr viel präziser ist und die nennt sich erweiterter Kontrast. Die findet ihr hier unter Professional. Und wenn ich jetzt diesen erweiterten Kontrast mal öffne, dann seht ihr schon, wir haben hier insgesamt 6 Regler, die ich verschieben kann. Damit bin ich viel präziser, denn ich kann zum einen den Kontrast von den Glanzlichtern einstellen, ich kann den Kontrast von den Mitteltönen einstellen und auch von den Schatten einzeln jeweils. Und ich bin ein sehr großer Freund von dem Kontrast in den Mitteltönen. Denn damit verschiebe ich mein Histogramm nicht mehr an den Seiten komplett noch weiter nach außen, sondern ich probiere einfach nur in der Mitte mehr Kontrast aufzubauen, in den Mittelwerten. Ja? Und wenn ich jetzt einfach mal schaut, Mitteltöne, wenn ich da Kontrast aufbaue, ich mache das extra mal ein bisschen doller jetzt hier, dann seht ihr schon, welche Töne davon eigentlich betroffen sind. Und das sind genau die, die ich haben möchte. Ich werde jetzt das Ganze mal so auf ungefähr eine Stärke von 30 packen. Und jetzt habe ich da drunter noch einen weiteren Regler, der nennt sich Balance. Und da kann ich jetzt einstellen, sollen diese Mitteltöne ein bisschen heller werden oder sollen diese Mitteltöne ein bisschen dunkler werden. In meinem Fall jetzt hier würde ich behaupten, das ist persönlicher Geschmack, ich möchte sie ein bisschen heller haben. Und genau das Gleiche kann ich jetzt auch für die Glanzlichter noch machen. Wenn ich jetzt hier den Kontrast nach oben regle, könnt ihr schon sehen, was passiert, dann ist vor allem der Himmel betroffen, denn das ist immer noch die hellste Stelle im Bild. Und da kann ich das Ganze jetzt hier quasi auch ein bisschen mehr mit Kontrast füllen. Und auch hier kann ich wieder mit der Balance bestimmen, soll das Ganze heller oder soll es dunkler werden. Und ich würde behaupten, jetzt in den Glanzlichtern kann ich hier noch ein bisschen das Ganze dunkler machen. Ungefähr so. Und zu guter Letzt werde ich jetzt noch den Kontrast von den Schatten einstellen. Auch den werde ich jetzt wieder ein bisschen nach oben schieben. Und hier möchte ich natürlich die Schatten ein bisschen dunkler gestalten. Ich will ja Kontrast aufbauen. Also schiebe ich die Balance hier ein bisschen weiter nach rechts. Und ihr seht schon, jetzt haben wir hier mehr Kontrast drin. Und ich muss es jetzt nochmal vergleichen. Es sieht okay aus. So, jetzt haben wir schon mal sehr guten Kontrast. Was ich jetzt als nächstes machen möchte, wir hatten da ja Sonnenuntergang, das heißt, wir waren zur goldenen Stunde da. Goldene Stunde gibt es auch tatsächlich direkt einen eigenen Filter. Und was dieser Filter macht, ist mehr Wärme ins Bild geben und das Ganze einfach auch noch ein bisschen mehr zu sättigen. Ja, also wenn ich das jetzt hier wieder übertreibe, das sieht natürlich nicht gut aus. Ich bin immer ein großer Freund davon, Regler sachte zu bearbeiten. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe zu fotografieren, habe ich auch auf YouTube geguckt und
ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das gesehen habe, aber da hieß es immer, ja, Tiefen auf 100% nach oben, Lichter 100% nach unten und dann bekommt ihr viel mehr Dynamikumfang, ist alles richtig, sieht aber irgendwann nicht mehr realistisch aus. Also davon würde ich euch abraten, uns eher in die sachte Bearbeitung einzusteigen. Das sieht jetzt hier auch schon viel zu doll aus, deswegen nehme ich jetzt die Stärke hier einfach nochmal ein bisschen runter. Aber ich möchte einfach mit dem Filter nochmal so ein bisschen Wärme ins Bild reinbringen. Ich werde jetzt hier auch die Sättigung von diesem Filter noch ein bisschen heruntersetzen, weil jedes Mal, wenn ich einen Filter anwende, gerade wenn es um Kontrast und so weiter geht, baut ihr automatisch auch ein bisschen Sättigung mit ins Bild mit ein. Und wenn ihr das jetzt mit sehr vielen Filtern einfach macht, dann ist euer Bild irgendwann so gesättigt, das sieht dann halt einfach irgendwann nicht mehr gut aus. Ja, also die Sättigung einfach ein bisschen runterdrehen. Und jetzt möchte ich noch zu einem Punkt kommen, den ich an Lumina auch noch sehr schätze. Ich kann jeden einzelnen Filter maskieren. Ich kann nicht nur eine Ebene maskieren, sondern ich kann jetzt auch die einzelnen Filter maskieren. Ihr seht ja jetzt hier schon, hier unten in der goldenen Stunde habe ich auch wieder dieses Pinselsymbol. Und auch da kann ich raufklicken und sagen, ich möchte das jetzt zum Beispiel mit einem Pinsel bearbeiten, einer Verlaufsmaske. In dem Fall nehme ich jetzt einfach mal den Pinsel und was ich jetzt mache, ich male diesen Effekt jetzt nur in bestimmte Bereiche des Bildes ein. Denn ich möchte den Himmel gar nicht weiter hier warm machen und so, der ist warm genug, ich möchte den Vordergrund noch ein bisschen wärmer machen. Jetzt kann ich hier meine Pinsel noch einstellen. Möchte ich malen oder möchte ich radieren? Also möchte ich den Effekt hinzufügen oder wegnehmen? Ich kann meine Pinselgröße einstellen, die Weichheit der Kante und natürlich die Deckkraft. Und wenn ich jetzt hier das Ganze mit Malen mache, dann wird dieser Effekt erstmal aus dem kompletten Bild rausgenommen und ich male ihn jetzt nur hier vorne in den Vordergrund wieder ein, dass die Steine hier einfach noch ein bisschen angeleuchtet werden von der Sonne. Das gefällt mir hier schon so ganz gut. Perfekt. Ja, mal hier drüben noch so ein bisschen, über die Bäume da, wo die Sonne noch durchguckt. Aber ich mache das Ganze jetzt wirklich sehr partiell. Ich kann mit Lumina sehr partiell arbeiten mit den Filtern. Und das ist ein sehr großer Vorteil. So, wenn ich fertig bin, dann klicke ich ja noch einmal auf Fertig. Und jetzt kommt eine Sache, da werden vielleicht viele, also gerade die Leute, die Lumina nicht kennen, werden sich jetzt wahrscheinlich denken, Stefan, was machst du da vorne? Und was soll überhaupt dieser Filter in Lumina? Habe ich am Anfang genauso gedacht. Ich werde Sonnenstrahlen einfügen. Ich baue da jetzt eine Sonne ins Bild ein. Und jetzt werden sich wahrscheinlich viele so denken, das sieht doch nicht gut aus. Was soll das? Und vor allem, du schimpfst dich Landschaftsfotograf und baust so eine Fake-Sonne da ein. Man kann diese Sonne sehr gut bearbeiten und ich möchte sie auch nicht in der Stärke einsetzen. Ich möchte euch aber zeigen, was damit möglich ist. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, mit einem Klick auf diesen Button das Sonnenzentrum zu platzieren. Das bedeutet, ich kann die Sonne jetzt erstmal im Bild hin und her schieben, da wo ich sie hinhaben möchte. Und jetzt bitte ich euch mal ganz kurz darauf zu achten, was mit den Sonnenstrahlen passiert, wenn ich die jetzt hier bewege und vor allem, wenn ich sie jetzt, die Sonne jetzt mal so hinter den Berg hier bewege, was dann passiert. Das Programm erkennt automatisch, dass da ein Felsen ist. Und je nachdem, wie ich die Sonne jetzt hier bewege, sind die Sonnenstrahlen dahinter verdeckt oder sie kommen wieder zum Vorschein. Und das ist eine Sache, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, wow, cool. Das ist ja schon mal eine Sache. Erstens erleichtert sie mir das Arbeiten extrem. Und das zweite ist, naja, künstliche Intelligenz wird immer populärer. Ne? So, ich platziere jetzt diese Sonne erstmal dahin, wo ich meine Originalsonne auch hatte. Die war hier ungefähr zu dem Zeitpunkt hier. Jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus, aber es ist immer noch viel zu übertrieben. Das erste, was mich stört an dieser Sonne, ist, dass die Temperatur viel zu kühl ist. Ja, wir hatten ja Sonnenuntergang, also muss die Temperatur der Sonne auch viel wärmer sein. Ich werde jetzt erstmal das Sonnenzentrum platzieren, hier wieder deaktivieren. Und jetzt seht ihr mal, wie viele Regler ich hier habe, um diese Sonne noch zu bearbeiten, um die Sonne selber zu bearbeiten und um die Sonnenstrahlen zu bearbeiten. Ich kann jetzt hier zum einen die Sonnenstrahlen bearbeiten und da die Farbtemperatur einstellen. Und die werde ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter ins Wärmere ziehen. Ja, so auf ungefähr 50. Und so gefällt mir das schon viel besser. Genauso muss ich natürlich auch die Sonne selber noch ein bisschen angleichen. Auch da kann ich die Farbtemperatur einstellen auf ungefähr 45. Passt soweit. So, und jetzt kann ich aber die Stärke, den Look, die Anzahl der Sonnenstrahlen und die Länge der Sonnenstrahlen noch verändern. Gehen wir einfach mal die Regler kurz durch. Stärke, je nachdem wie doll diese Sonnenstrahlen im Bild sein sollen. Für meinen Geschmack viel zu viel. Lassen wir sie mal ungefähr bei 20. Den Look, der beeinflusst, wie das Bild drumherum aussieht. Soll es eher ein bisschen heller sein oder ein bisschen dunkler? Für meinen Geschmack, so ein Wert von 40 sieht ganz gut aus. Jetzt kann ich die Anzahl der Sonnenstrahlen einstellen. Seht ihr das? Ich bin auch eher ein Freund davon, ein paar weniger Sonnenstrahlen drin zu haben. Weniger ist für mich immer mehr. Jetzt ungefähr so 4 intensive Sonnenstrahlen, die da zwischen den Bergen hervorkommen. Das gefällt mir so ganz gut. Und ich kann auch theoretisch die Länge einstellen. Ja, ich kann es jetzt hier wirklich relativ klein machen, ich kann es aber auch weiter ausdehnen.
Ich denke mal, auch hier die Länge so ist in Ordnung. Die Sonne selber ist okay. Die können wir so lassen. Aber ihr seht, jetzt hab ich da doch ein Ergebnis, womit ich viel besser arbeiten kann als gerade eben. Ja, jetzt sieht das doch schon ein bisschen besser aus. Insgesamt, diese gesamte Bearbeitung, die ich jetzt hier gerade gemacht habe, kann man natürlich sehr intensiv finden. Und deswegen habe ich auch wieder auf einer neuen Ebene gearbeitet. Weil wenn ich euch jetzt mal ein Vorher-Nachher-Bild zeige, ganz kurz, bis wohin wir jetzt gekommen sind. So sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Es ist schon eine ganze Menge passiert. Und wenn man sich das dann mal so wieder so verinnerlicht, wie viel habe ich denn da eigentlich bearbeitet? Wenn man sich so ein Vorher-Nachher-Bild anschaut, dann denkt man sich so, das ist jetzt doch eine ganze Menge gewesen und einige bekommen da schon ein schlechtes Gewissen. Was ich jetzt aber machen kann ist, da ich auf dieser neuen Ebene gearbeitet habe, ich kann einfach die Deckkraft hier von dieser Ebene reduzieren und ich nehme den gesamten Bearbeitungseffekt hier einfach ein Stück weit zurück. Ja? Und dann, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, hier nochmal rausnehmen, genau. Und dann sieht das Ganze gleich viel besser wieder aus. Himmel ersetzen ist, wie gesagt, eine Sache, ist nicht jedermanns Sache, aber ich möchte euch an diesem Beispiel einfach nur mal zeigen, was mit dem Programm überhaupt möglich ist. Ich habe noch ein zweites Bild für euch vorbereitet, das will ich auch noch mal ganz kurz öffnen. Da war ich dann in Bayern am Geroldsee, ich weiß nicht, wahrscheinlich einige von euch werden ihn schon mit Sicherheit kennen. Das ist so ein ganz berühmtes Motiv mit der Hütte im Vordergrund. Ich war da zum Sonnenaufgang. Und jetzt gibt es eine kleine Geschichte dazu. Ich bin da hingegangen, weiß nicht, war 4:30 Uhr morgens. Und es war noch komplett dunkel und es war neblig ohne Ende. Ich hatte so eine Sicht von vielleicht 10 Meter vor mir. Und ich dachte schon so, ich war nur einen Tag dort, ich musste danach direkt weiter. Und ich dachte mir schon so, jetzt bist du einmal hier, du wolltest schon immer dieses Motiv fotografieren. Und jetzt ist es so neblig. Und wir haben dort 3 Stunden gewartet, wenn ich von wir spreche, ich hatte noch einen Freund mit dabei, der aber nicht fotografiert. Ist übrigens ein Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr fotografieren geht, nehmt niemals einen Freund mit, der nicht selber fotografiert. Das ist das Schlimmste überhaupt, was ihr machen könnt. Ihr habt erstens selber ein schlechtes Gewissen. Ich hatte ein mega schlechtes Gewissen. Er hat 3 Stunden da gewartet, Demir, und hat die ganze Zeit so, also er hatte am Anfang hat er noch Lust gehabt und dann hat man so richtig gemerkt, wie so die Lustkurve nach unten gegangen ist. Je nachdem, wie lange die Zeit dann verstrichen ist. Und das Zweite ist natürlich, er konnte halt einfach nicht mitreden. Ne? Da standen noch 2 andere Fotografen, mit denen habe ich dann gefachsimpelt und er stand dann halt daneben. Würde ich nie wieder machen. Ja? So, wir hatten wie gesagt diesen Sonnenaufgang. Und nach 3 Stunden hat sich das Ganze dann auch wirklich gelichtet. Ich hatte da echt noch Glück, als die Sonne dann über die Berge gekommen ist, dann hat sich der Nebel auch verzogen. Ich möchte euch aber ganz kurz zeigen, und da möchte ich auch wieder mit einer weiteren Bildebene noch arbeiten. Der Himmel, der gefällt mir jetzt hier nicht mehr so sehr. Wir hatten einen coolen Sonnenaufgang 10 Minuten vorher, bevor die Sonne überhaupt über die Berge gekommen ist. Da sah der Himmel richtig, richtig toll aus. Da hatten wir richtig toll angestrahlte Wolken. Und die hatten wir dann halt aber zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt das hier fotografiert habe, das hatten wir da nicht mehr. Da habe ich zwar den See hinten gesehen und alles, aber die Wolken waren weg. Und da habe ich mir so gedacht, auch da ist es wieder möglich, verschiedene Zeitpunkte zusammenzublenden. Ich habe die Kamera also die ganze Zeit auf dem Stativ gelassen, habe sie nicht bewegt und habe einfach die ganze Zeit die 3 Stunden lang fotografiert. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mir im Nachhinein für den Himmel und für den Vordergrund das Beste rauszusuchen und es einigermaßen zusammenzubringen. Was ich damit meine ist, ich zeige es euch jetzt mal, ich werde wieder eine neue Bildebene einfügen und jetzt nehme ich mal einfach den Moment, wo ich den Himmel schön fand. Aber der Vordergrund war halt viel zu neblig. Müssen wir ganz kurz warten, das ist eine 2. RAW-Datei, deswegen dauert es jetzt ein bisschen länger. Aber ihr seht gleich, was ich meine. Das war der Blick eine Viertelstunde vorher, 10 Minuten, Viertelstunde vorher ungefähr. Der Nebel hat sich extrem schnell verzogen. Was ich aber an dem Bild schön finde, ist die Wolkenstruktur hier oben. Die ist halt echt klasse. Ja, nur der Blick an sich, der gefällt mir nicht. Und was ich jetzt wieder machen könnte, einfach diese Ebene zu maskieren. Ich nehme wieder eine Verlaufsmaske. Und ziehe mir jetzt hier wieder einfach einen Verlauf rein und male also quasi nur diesen ganz oberen Bereich hier mit den Wolken, mit den schönen Wolken, den male ich mir jetzt hier einfach so ein bisschen rein. Und jetzt habe ich im Prinzip eine schöne Wolkenstruktur und gleichzeitig aber den tollen Sonnenaufgang und den Blick auf den See. Das gefällt mir so schon ganz gut. Und alles, was ich jetzt weitermache, ist wieder eine neue Nachbearbeitungsebene anzulegen und dann mit meinen weiteren Filtern das Ganze noch zu optimieren. Was ich zum Beispiel machen könnte, und deswegen habe ich gesagt, ich habe hier auch meine Favoriten in meinem Filterkatalog drin. Ich nehme zum Beispiel wieder den erweiterten Kontrast.
Und alles, was ich jetzt machen werde, ist wieder meine Mitteltöne ein bisschen einzustellen, meine Schatten. Die Schatten werde ich wieder ein bisschen dunkler machen. Und auch bei den Glanzlichtern werde ich das Ganze diesmal aber ein bisschen heller machen. Jetzt haben wir hier schon ein bisschen mehr Kontrast. Und ich möchte euch noch einen Filter zeigen, den ich auch extrem toll finde, gerade wenn es darum geht, sehr, sehr schnell ein einfaches, gutes Ergebnis zu bekommen in Lumina. Da gibt es den Accent AI Filter. Auch das ist wieder ein Filter, der auf künstlicher Intelligenz basiert. Der hat nur einen Regler, Verstärken. Ich möchte euch einfach nur mal ganz kurz zeigen, was passiert. Wenn ich den voll aufdrehe, ist wieder vollkommen übertrieben, ohne Frage. Aber was der jetzt macht, der analysiert das Bild und versucht, die Helligkeiten anzugleichen, er versucht, die Kontraste anzugleichen und er versucht auch, die Farbwerte anzugleichen, ja, dass die quasi optimiert werden. In meinem Fall natürlich wieder viel zu viel. Ich werde das jetzt hier mal ein bisschen runterstellen. So auf ungefähr 20%. Sieht ganz gut aus. Wenn man direkt davon, von der Seite sieht das echt schrecklich aus hier, deswegen müsst ihr mir verzeihen, wenn ich immer mal wieder rüber gucke. Aber ich hoffe, ihr seht das einigermaßen. Ansonsten könnt ihr gerne danach auch nochmal hierher kommen und euch das auf dem Rechner anschauen. Dann schauen wir hier nochmal weiter. Okay, also wie gesagt, man kann relativ schnell gute Ergebnisse mit Lumina erzielen. Das ist das, was ich euch hier heute mitgeben möchte. Es ist jetzt so, dass Lumina plant, in einem Monat ein großes Update rauszubringen. Es haben viele danach gefragt, Bibliotheksmodul fehlt uns. Wir wollen unsere Bilder auch verwalten können, so wie in Lightroom. Und ich war jetzt vor 3 Tagen, war ich bei einem Event von Skylum und da haben sie uns dieses Modul präsentiert. Und ich muss sagen, haben sie echt einen guten Job gemacht. Also ich habe vorher, vor 2 Wochen, haben sie irgendwann mal ein Video gepostet auf YouTube und da habe ich das mir so angeguckt und dachte so, naja, so toll ist es jetzt nicht, aber als ich es dann live gesehen habe, da war es wirklich richtig gut. Der erste große Vorteil, den ich sehe, man kann extrem schnell durch die RAW-Dateien durchklicken, ohne dass man ewige Ladezeiten dann wieder hat, was ich aus Lightroom im Moment noch so ein bisschen kenne, wo Lightroom auch sich schon stark verbessert hat. Aber es gibt im Moment noch keine Lösungen für mich so, die ich zu Hause habe, wo ich mir ganz schnell hintereinander die RAW-Dateien angucken kann. Das hat Lumina jetzt relativ gut hinbekommen. Und das zweite Tolle ist, man muss die Bilder nicht importieren, sondern man sagt einfach, ich möchte den Ordner öffnen. Also wenn ich jetzt einen Ordner auf meiner Festplatte zum Beispiel habe, dann füge ich diesen Ordner einfach hinzu, zu Lumina, zu der Bibliothek. Und wenn ich jetzt ein weiteres Bild theoretisch in diesen Ordner packe, wird das automatisch auch in Lumina angezeigt, ohne dass ich es nochmal neu importieren muss. Ist für mich auch eine super Sache, großer Vorteil. Ja. Und wie gesagt, diese Updates sollen in 1 bis 2 Monaten erscheinen, final. Sie arbeiten im Moment noch dran. Es ist auch immer noch so, dass so ab und zu mal ein Absturz kommt. Ich habe die Version schon hier drauf, aber wie gesagt, gerade wenn es darum geht in der Bildbearbeitung, ist es noch eine Beta-Version. Ja? Von daher, das Update wird kostenlos sein. Das heißt, selbst wenn ihr euch jetzt dazu entscheiden solltet, oh, ich will mir Lumina mal zulegen, dann könnt ihr das jetzt auch tun. Da müsst ihr jetzt keine Angst haben, irgendwie ihr verpasst was, wenn in 2 Monaten das Update dann kommt. Das wird es kostenlos dann geben. Also ihr könnt euch Lumina auch gerne jetzt schon anschauen. Auf der Webseite könnt ihr eine kostenlose Testversion runterladen. 30 Tage lang ist die gültig. Ja, und dann könnt ihr damit euch einfach mal einarbeiten und schauen, was dann damit möglich ist. Ansonsten, meine Zeit ist eigentlich jetzt um. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr so lange durchgehalten habt und obwohl ich keine Hochzeitsfotos gezeigt habe, dass ihr da trotzdem dabei geblieben seid. Ich würde mich freuen, mit dem einen oder anderen vielleicht noch ins Gespräch zu kommen. Wenn ihr Fragen habt, kommt einfach vorbei, fragt mich. Ich bin auch gleich nochmal drüben bei Nisi am Stand in der Halle 2.1, werde da auch nochmal so ein bisschen über meinen Workflow in der Fotografie einfach sprechen. Da werde ich so ein paar Bilder zeigen, ein paar Tipps und Tricks für die Fotografie an sich nochmal erklären. Also wer da Lust drauf hat, kann auch gerne vorbeikommen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag auf der Fotokina und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal bald. Danke.